Ich wusste nicht, dass das einfache Säubern meiner Nägel auch das Auftragen kostspieliger, stark riechender Lacke bedeuten würde. Also Nagellack. Es steht mir nicht, also muss das von meinen Händen runter, vor der morgigen Inspektion des Bergwerks. Ah, ich stelle mir gerade so vor, wie der Chef mit Nagellack an den Fingern zu den Bergwerksleuten kommt. Und dann gucken die erstmal, was hast du da in deinen Fingern? Der Lack war hart, nee, hartnäckig. Zum Glück fand ich heraus, dass er mit Terpentin etwas weicher wurde und ich ihn damit Schmiergelpapier abreiben konnte. Jetzt sehen meine Hände noch schlimmer aus als sonst. Glückwunsch. Na, ja, willst du meinen Kronenwandler, um in die Vergangenheit zu reisen? Um das ungeschehen zu machen? Aber Chicken, sowas sollte man doch nicht aus persönlichem Vorteil nutzen. Wobei, wir nutzen das im Grunde auch als persönlicher Vorteil, indem wir hier in der Vergangenheit herumreisen und gucken, so ein bisschen. Was Delilah unsterblich gemacht hat, einfach so. Hoffentlich finden wir es hier natürlich raus. Wenn nicht, müssen wir weitersuchen und immer weitersuchen und immer weitersuchen. Irgendwann kommen wir ihr Geheimnis auf die Schliche. Es gibt nur eine Wahrheit und ich finde sie. Eigentlich nicht. Colin findet sie. Batman und Sherlock Holmes und weiß, was es noch so für Detektive gibt. Aber Chicken, was ist denn mit Detektiv Chicken? Rente hat nichts gebracht. War so schlecht. Ja. Kuckuck. Und zu Hause? Nein, gut. Checken, alle sind zu Hause. Alle. Und nochmal ein Handbuch für neue Bergarbeiter. Schon das dritte, das hier rumliegt. Kronleuchter, die sich verschieben lassen. Warte, du gehst jetzt dorthin, wo er ist. Mitte müsste runter. Ja, für Leute, die keine übernatürliche Kräfte benutzen und deswegen keinen Doppelsprung haben. Und jetzt einfach von dort aus drauf, drauf, drauf. Dann wechseln sie und klettern dort oben lang zu der Badewanne. Um an das Knochenartefakt ranzukommen. Aber hatten wir schon. Ne, in der Vergangenheit ist noch was, oder? Hatten wir das schon eingesammelt? Scheinen wir schon eingesammelt zu haben. Ach je, ach je, ach je. Aber in dieser Zeit haben wir ja noch nicht hier oben auf dem Balkon Dinge eingesammelt. Wieso betonst du das jetzt so dramatisch? Mit einer Pause zwischen den Wörtern. Einfach so. Einfach so. Und ich dachte, so ein Gefallen, so ein kleiner Oktopus. Der Tintenfisch? Würde eher Tintenfisch sagen. Vielleicht ist auch beides falsch. Einfach nur, weil es Chicken ist. Einfach nur, weil Chicken meint, sich wieder zu Wort melden zu müssen.
Nein, ist auch ein Schrank. Spielt Aramis Stilton wirklich Harfe oder Klavier? Nicht, dass ich wüsste. Warum bin ich dann hier? Warum wird ein Instrumentenstimmer geholt, wenn keiner spielt? Stilton ist bestimmt der Meinung, dass ein Mann in seiner Position eine Harfe oder ein Klavier haben muss. Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Ich dachte immer, Leute kaufen ein Instrument, weil sie Musik lieben. Nicht immer. Manchen geht es um den äußeren Schein. Eine Nacht im Puff. Eine einzige. Und jetzt habe ich überall Schanker. Alles klar. Willst nicht mehr Musik-Dings stimmen, dann... Tu es einfach nicht. Leg dich in die Badewanne und entspann dich ein bisschen, okay? Währenddessen suche ich nach deinem... Was auch immer er für dich ist. Wahrscheinlich Eskorte. Oh. Stolziert er jetzt durch das gesamte Haus? Habe ich nicht ein paar sehr viele davon benutzt? Wieso habe ich wieder 4 Stück? Das ist nur Gesundheitstrank. Ich sehe es nur blinken! Ich kann auf jeden Fall wieder mal speichern! Ja! Jetzt hätte ich gerne meine Nachtsicht, einfach nur um zu wissen, wo der Kerl hingelaufen ist. Hoppla. Brief von Herzog. Stilt, mein Freund. Ich hoffe, Sie verbringen nicht allzu viele Tage unter der Erde, um giftige Dämpfe zu erschnüffeln oder knirschende Sturzpfeiler zu untersuchen. Ich habe ein besseres Leben. Sie haben ein besseres Leben verdient und ich möchte, dass Sie es bekommen. Mir hat unser wöchentliches Abendessen gefehlt. Außerdem wollte ich doch noch mehr über Ihre Pläne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Bergwerken erfahren. Wesentlich interessanter als das Gefasel, das ich jeden Tag aushalten muss. Bitte versprechen Sie mir, mich nächste Woche mit Erzählungen über ein neues Gerät zu unterhalten, das Einstürze verhindert oder was es sonst noch so an Neuigkeiten gibt. Und wie sieht es bei mir aus? Als wäre es nicht genug, all die Streithähne in Sekonus zu vereinen. Habe ich einen weiteren beunruhigenden Brief aus Lukas Schule erhalten? Dieses Mal wurde leider ein junger Mann schwer verletzt. Irgendein dummer Jugendstreich ist furchtbar schiefgegangen. Andererseits ist er eigentlich kein Junge mehr, oder? Ich habe bei ihm nicht den Eindruck hinterlassen, den ich wollte. Nicht mal halb so viel. Was wird aus der Konus, wenn ich nicht mehr bin? Aber ich möchte sie nicht zu sehr belasten. Sicherlich wird alles gut. Bis nächste Woche, Theodanus. Ja, Plot-Twist. Es geht ja eigentlich um Corvo. Das ist jetzt meine persönliche Headcanon-Theorie. Definitiv. Definitiv! Und wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Da bist du. Wo hast du dich von mir versteckt? Dafür müsste ich dich eigentlich in den Balkon runterschmeißen, aber ich bin mal so nett und tu's nicht.
was hier denn die Träger Chaos-Faktor ist. Genau, Chick. Wenn du im hohen Chaos-Faktor bist, holst du dir einfach mal hier den Windstoß und dann beförderst du ihn über die Reling. Wir sind nicht auf einem Schiff. Muss keiner wissen. Muss keiner wissen. Aber interessant, dass ich eigentlich einen recht langen Spielraum gerade hatte, den Kerl zu betäuben. Sonst ist das doch nicht so. Oh, was geht hier nur vor sich? Was weiß niemand schicken. Waren wir jetzt überall? Ich würde ja eigentlich schon ja sagen. Irgendwie hätte ich es fast nicht gesehen. Im Grunde habe ich es eigentlich nicht gesehen. Uiuiuiuiui. Chicken, muss dich besser umgucken. Und lass dich nicht immer von irgendwelchen NPCs ablenken. Na, renn doch, Corvo. Renn! Dann gehen wir mal dorthin, wo Notizen zu finden sind. In Notizbüchern. In den Hinterhof gehen. Ja! Hallöchen! Oha. Dich schnapp ich mir nicht. Ich hab nie mal so viel Auswahl. Hey, wer ist? Das hat eigentlich auch vollkommen tief vorbeigeschossen, aber irgendwie doch getroffen und... Alter, das sind Flecke hinterlassen. Die arme Putzfrau, die das wieder rauskriegen muss. Arme kleine Putzfrau. Und das ist die Kombination. Und das auch Stilton. Ihnen wird was Schlimmes passieren, Stilton. Sehr Schlimmes wird dir widerfahren, Stilton. Aber zum Glück hast du ja Corvo, der das alles verhindern könnte. Welchen Einfluss das wohl hat, wenn wir ihn bewusstlos machen? Und er sozusagen dann nicht beim Treffen erscheinen wird. Ja, Treffen findet nicht statt. Delilah ist nicht... unsterblich. Punkt. Ich hätte mir vielleicht erst angucken sollen, wo die Blutfliegen sind. Nee. Nee. Macht das doch viel mehr Spaß. Kommt hier eine Blutfliege. Die eine Blutfliege. Ja, checken die eine Blutfliege. Die wird alles verändern. Boing. Angriff wie Wasserrauschen, aber da ist nur Schmutz runtergefallen. Wasserrauschen. Hier draußen eigentlich auch noch welche? Ich hab noch drei Stück.
Hier ist niemand, Hundi. Guck weg. War das nicht sogar mehr als drei Hunde? Ups. Ups. Die Idee war gut, aber Chickens Arme war zu kurz. Moment mal, jetzt weiß ich, was für ein Ding mir fehlt. Stimmt, das Knochenartefakt gab's ja auch noch. Schade, dass ich das nicht habe. Ich sehe sowieso schon kommen, dass ich das erst im hohen Chaosfaktor kriege, wo ich keine Betäubungspfeile mehr benutze. Obwohl, gibt es einen Weg, die Hunde anders zu betäuben? Jetzt außer meine Betäubungsbolzen oder die Narkoseminen? Ich habe keine Minen mehr. Checken, du kannst die Hunde noch einfach abknallen. Klingt zwar hart, aber das zählt nicht in den Kill-Counter. Oder wart ihr doch nur zu dritt? Ihr könnt auch nur zu dritt gewesen sein. Ich habe gerade rumgeschossen und nichts hat sich geregt. Dann waren die doch zu dritt. Okay, hattet ihr nochmal Glück gehabt, Hundis. Nicht unter mir auch noch eins? So, ihr, du bist schon mal ausgeräuchert. Alle Narkosenbolzen benutzt, alle Granaten benutzt. Ja, unten sind wirklich noch welche. Nicht runterfallen, Corvo, ganz ruhig. Weiter drauf springen. Flatsch. Sind sie so richtig wütend. Checken hat unser Zuhause zerstört. Ah, das habe ich dann wohl, ne? Ja, das ist auch zerstört. Arbeitszimmer, Türkombination. Heute Nacht kommt Herzog Luca vorbei und es werden so viele Fremde in mein Haus sein. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen, diese verdammte Jungs auszurichten. Irgendwas wird geschehen, das spüre ich. Vielleicht nehme ich gar nicht teil, gebe vor, krank zu sein oder sperre mich in Badezimmer ein. Auf jeden Fall muss ich die Kombination für die Türe zum Arbeitszimmer ändern, wenn, wie man mich darum gebeten hat, konzentrieren wir uns auf etwas anderes. Alte Erinnerungen. Die Seite ist schimmelig und enthält eine kaum lesbare Liste mit Zahlen. Nein, die wichtigste... Ein Teil von Stiltons Kombination fehlt. Ja, der wichtigste Teil fehlt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Corvo. Wieso tust du das? Darf ich nicht selber denken? Nein, Chicken, das darfst du nicht. Du musst andere für dich denken lassen! Hm.